Was versucht einer aus? Daniel wird aussuchen, hab ich gehört. Und zwar Risky Reels, oder? Ja. Wir können auch woanders hingehen. Ey, wir gehen da hin. Alles klar. Wir stehen hier auf Risiko, hab ich gestern gelernt. Nee. Ja, krass. Mittwoch bist du wieder zurück, ne? Oder? Ja. Also glaube ich ja, Mittwoch oder Donnerstag. Ja, aber Marius hat mal, der hat gesagt, die hätten das Haus bis Donnerstag, aber der meinte, die würden wohl wahrscheinlich am Mittwoch fahren. Aber fährst du mit denen zusammen zurück? Ja. Wäre voll assi, wenn ich dann wieder mit dem Zug fahren müsste. Nee, guck mal zu, dass du wieder mit dem Zug fahren musst. Fährst du mit dem Zug dahin? Ja. Das gut zu erreichen? Moment, ich guck erstmal, ob du das mitgekommen hast. Hat denn einer geguckt, ob jemand mitgekommen ist? Ja, ich gucke gerade. Deshalb antworte ich eigentlich sofort. Ich habe jetzt hier nichts gesehen. Ich brauche 4 Stunden. Hm. Also nur mit die von Düsseldorf auf Düsseldorf aus. Ich muss natürlich erstmal nach Düsseldorf kommen. Das ist denn eine Durchfahrt dann? Ne, ich muss 2-mal umsteigen. Hm. Oh, wir sind genau in der Zone. Ich hoffe nur, eine Sache ist ein bisschen höher, also an meinen einen Anschlusszug. Also bei einem Zug habe ich nur 3 Minuten Umsteigezeit. Ich hoffe, den habe ich. Ich habe einen Trank. Ich habe auch einen mittleren Trank. Oh. Ich nehme den aber erstmal noch nicht direkt. Hab da wieder. Ja, ich warte mal, was ihr noch so sammelt. Ja. Ich habe wieder eine Minigun gefunden. Warte, ich nehme die. Ja, nimm die doch mit, das hat doch wieder gut. Hab ich. Sturmgewehr, ungewöhnlich. Will einer von euch ein Sturmgewehr? Ich hab 2 Stück in grün. Ja, da würde ich eins nehmen. Ich hab selber eins. Ja gut, dann Lucy. It's gonna be yours. Ich hab... Du bist lila. Ich hoffe, ich kann mir das merken. Ich hab noch einen Schildtrank. Kleinen, großen? Mittlerer. Warte, hier. Wenn dir, soll ich dir einen geben? Ja, einen mittleren habe ich selbst. Huch. Und du? Ach, der ist ja schon zur Hälfte. Ich habe schon eine Hälfte voll, ja. Ah, ich habe gerade selbst ein grünes Sturmgewehr gefunden. Ja, hier liegt voll viel grüne Sturmgewehr. Ich habe jetzt noch 3 Minitränke gefunden, das heißt, ich könnte mich auf 100 holen mit Chilltränken. Ja. Ich mich auch. Gut, dann machen wir das so, ne? Dann kann ich dir das selber nehmen, ne? Ja, ich denke schon. Schade, Daniel. Oder soll ich über Daniel eingeben? Ja, kein Ding. Nö. Sieh, 100 Schild, das hat man auch nicht oft. Ich habe auf jeden Fall dafür noch 10 Verbände. 15 sogar. Da würde ich 5 nehmen. Er hatte schon hier eine Kiste. Hat auf dem Dach müsste eine sein. Müsste auf dem Dach müsste eine sein. Müsste auf dem Dach eine sein? Ich habe da oben eine gehört, ja. Auf dem Dach, ne? Müsste. Wo bist du denn, Lucy? Ja, ich bin hier gerade ein bisschen außerhalb dabei, die Häuser noch zu parsen, die noch liegen. Wow. Was denn? Hat das Hochbau nicht so geklappt, wie ihr wolltet? Cool. Doch, aber ich bin gesprungen und in dem Moment hat der unter mir ein Dings gesetzt.
Kiste. Also grün. Oh, Scarlet, guck mal. Ich hab was für dich. Oh, fuck. Wo ist denn diese scheiß Kiste? Die ist doch nicht am Dach. Ich hör die aber. Vielleicht unten. Unten im Boden irgendwo versteckt. Ja, ich. Ich guck gerade. Ja. Ach, hier unten ist die. Brauchst du was davon? Eine Boogie-Bombe? Ich glaube, die Boogie-Bombe. Hier ist noch ein mittlerer Schildtrank, den ich nicht mitnehmen kann. Was kann die Boogie-Bombe? Kann man nicht. Kann, erklärt hier nichts, was die Boogie-Bombe kann? Keine Ahnung. Im Inventar. Ich glaube, die lässt den Gegner tanzen. Okay, Daniel, du wolltest den Trank holen? Ja. Hinteres Haus, da habe ich mich so hochgebaut, ne? Da direkt links. Hm? Müsstest du dann sofort sehen. Achso, dann nehme ich ja meinen Trank. Ich wollte den eigentlich Garnet, abgeben. Ich hab was für dich. Hass, Hass, Hass. Ein Busch, ein Busch, ein Busch, ein Busch. Ja. Wieso willst du denn nicht? Weil du ein richtiges Buschkind bist, dachte ich mir, komm, kriegst du den. Das stimmt. Da ich eh so ein bisschen nach Buschkind aussehe. Ja. Und auch riechst vor allem. Und rieche. Hast dich letztens so gut versteckt mit dem Busch, also den hast du dir verdient. Ich hab mich da so heimisch gefühlt. Hallo. Hallo. Der Keks, da war der Keks, wie habe ich das gemacht? Du standst einfach auf der Seite, wo ich das Haus nicht abgebaut habe. So, wer ist denn da? Verbände. Ach, das gibt's doch nicht. Das ist nicht doch. Ich hätte gerne noch 5 Verbände. Was sagst du? Macht man das denn, dass man genau 5 lobt? Wenn du in einem Inventar bist, dann kannst du X drücken, fallen lassen. Nee, so nicht. Ah, Moment, das war auf der Waffe. Wenn du X drückst bei Tränken, Munition oder sowas, dann kannst du da, hast du da so einen Cursor, den du bewegen kannst. Jo, bedankt. Hier sind nochmal 5. Buschkind. Was? Verbände. Noch 5 Verbände. Oh, nice, danke. Also, du rufst mich mit Buschkind. Oh, wir laufen aus der Zone raus. Ja, ja. Es leben nur noch 26 Gegner. Ja, komm, wir haben jetzt hier genug gelootet, ey. Wir sind doch eigentlich gut ausgerüstet, würde ich sagen. Das heißt, wir werden total jämmerlich verrecken. Ja, immer wenn wir gut ausgerüstet sind. Waren wir hier schon drin? Oh, hier ist ja noch ein Scharfschützen. Wir haben nicht sehr, keiner geht hier in die Mitte. War hier schon jemand oben? Ja, ich nicht. Ah! Na, sagt er. Ich mein abgelockt. Du warst da schon? Ja. Hast du ein Tor geschossen? Ja. Oh, fuck. Hoppala! Hoppala! Ich wollte unsere Position nicht verraten. Ja. Wo ist überhaupt die nächste Zone? Nicht sehr weit. Ah, ist ja auch so weit. Bravo. Ich werde auf jeden Fall gleich diese Boogie-Bombe ausprobieren, wenn ein Gegner in die Bitte Nähe nicht kommt. Auf mich. Ich glaube, man kann sich da sogar selber. Ich glaube, das wird gleich auch passieren. Hast du so viel Vertrauen in mich? Ja. Das finde ich nice.
Die Bäume bitte nicht fällen. Hat dein Fresse. Ich lasse mal wieder gesagt. Ein Dinger hier sind okay. Die sieht man kaputt macht komplett. Nur noch 17 Gegner. Top 10 Platz heute eigentlich. Nein! Aktuell. Rein theoretisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt hier 16 Einsatz sind. Wer weiß? Ich sag ihn nur, dass ich es mir nicht vorstellen kann. Nicht, dass es so ist. Oder nicht so ist. Ich hab gleich keine Tortilla-Chips mehr. Oh Gott. Das wird ein sehr trauriger Abend. Ja. Vielleicht vergisst du dann ja doch noch eine Träne auf, wenn es nicht wegen mir ist. Ey, hier vorne ist was. Auf 210. Der hat mich nicht zwei Stück. Die sind jetzt hier zu diesem Komplex hier gelaufen. Oben einen auf dem Dach gesehen, oder? Ja, das könnte sein, dass die da auf dem Dach rumhopfen. Wir stehen hier eigentlich schon recht zentral in der Zone. Wir können hier auch einfach ein bisschen chillen. Aufpassen, dass nichts von hinten kommt und dann ist gut. Noob Gaming Deluxe. Oh nein, natürlich muss ich auf gar keinen Fall eingreifen. Ja, so lautet die Devise, oder laufen. Nicht? Habt ihr die jetzt nochmal gesehen? Ne, ich hab die jetzt länger nicht mehr gesehen. Ich hab die nur da hinlaufen sehen. Es kann natürlich sein, dass die auch direkt weiter sind. Da drin rumhängen. Oder drin rumhängen, ja, das geht natürlich. Das ist auch möglich. Ich weiß ja nicht, wie viel da drin zu looten ist. Bist du nur behindert? Doch, hier ist noch was. Ich hab ihn gesehen. Der läuft hier vorne an der Mauer entlang. Versteck dich. Ist jetzt von mir aus auf 147. Der läuft jetzt scheinbar weiter. Dann denke ich, läuft das Team auch weiter. Da hinten sehe ich noch was. Ich denke, das ist ein anderes Team. Ja, die laufen sowieso alle von uns weg, solange die uns nicht sehen, weil da ja die Zone ist. Ja. Aber der eine Typ ist wieder zurückgelaufen hier zu uns. Jetzt läuft er wieder hoch. Jetzt weiß ich, das scheint ein Zweier-Team zu sein. Außer die haben sich ein bisschen aufgeteilt. Okay. Ich glaube, wir können. Meinst du? Also, die zwei sind weg. Wenn die sich aufgeteilt haben, okay, sind hier maximal nur noch zwei aus dem Team. Und wir sind schlecht genug, dass uns einer alleine geht. Nee, gestern da an dieser Einstelle, da hat Daniel doch zwei geholt. Ja, okay, ihr könnt da noch vertreten. Das war gut. Oh, stimmt. Das Kill kommt langsam, auch wenn wir uns hier die ganze Zeit verstecken wie kleine Kinder. Ich bin kleine Kinder, hallo? Ich bin auch eine kleine Kinder. War alles richtig. Was? Ja. Was hat er? Warte, ich bin nur kleine Kinder. Free to play, da beschwert man sich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass die Typen noch irgendwo sind. Hier im Wald kannst du dir entlang gleich den Busch anziehen. Ja, aber ich will warten, ob wir es in die Endzone schaffen, dann will ich mir den da anziehen. Oh, es leben ja noch 8 Gegner. Obwohl, es ist eigentlich
Es ist eigentlich schon ziemlich eng, ne? Ich glaube, ich ziehe den. Ja, wenn die ankommen, ja, sind wir schon ziemlich klein. Ja, ja, diese letzte, also die Zone jetzt, die ist schon nicht mehr groß. Ja. Und in 20 Sekunden kommt die Zone ja auch an und dann ist sie noch kleiner. Ja, der Sturm. Ja, der Sturm. Ja. Lernen wir mal Sturm zu sagen, ne? Auf Westen, ganz weit hinten am Horizont, hat gerade jemand was gebaut. Okay. Ah, guck mal, wir haben sogar Zonenglück. Vielleicht können wir uns schon direkt hier ein bisschen positionieren. Gehen wir direkt in die nächste Zone. Ja, auf Westen sehe ich auch was bewegen. Jetzt da hinter dem Laster. Oben auf der genau, Straße. Durch. Ja. Also dem hinteren. Hier auf der Straße? Ja, den hinteren. Okay. Den hatte ich dann noch gar nicht gesehen. Fall ich hier auf? Also eben, ich würde es wahrscheinlich nicht erkennen, aber keine Ahnung, wie gut die Pros das erkennen. Ich auch nicht. Sehe auch niemanden. Geht ja auch eigentlich nicht mehr so viel. 11. Ist vielleicht was auf 10. Oh oh. Ich kann nichts sehen. Ich hab Bäume sehr vor mir. Nice. Ich glaube, die sind da oben auch noch im Hügel. Das hier war jetzt richtig gegönnt, ey. Mir hat's richtig gegönnt. Du, die hatten Chips. Das hat sich gerade richtig geschlungen angehört. So? Das war gerade ein bisschen genüsslicher. Ich glaube, ich war eigentlich eher hier abgelenkt. Von dem, was um mich herum passiert. So, jetzt kommt der Sturm. 6 Gegner. Könnten 3-3 erzielt sein. Nice. Oder 6-1. Ja, das wäre cool. Ja, schon ein bisschen. Ich mag es, wenn ich Schüsse höre und ich nicht involviert bin. Das ist ganz angenehm, ja. Wir sind richtige Noob-Gamer, ne? Wir spielen gar nicht. Gerade ist echt sehr hardcore, was wir jetzt durchziehen, aber gut. So richtig nicht spielen, Hauptsache einen guten Platz erzielen. Aber nicht erkämpfen. Ich hoffe, die sterben jetzt alle durch die Zone. Doch. Ah, jetzt sehe ich was. Auf 175 brauchen. Das kann ich nicht sehen. Auf dem Berg oder was? Ja, hinter dem Berg. Die kämpfen da gerade dick. Oh, es hört schon nah an. Sollen wir schon mal in die Zone gehen? Weil das ist ja von dem weg. Ich probier's gerade auf. Mich dürften die gerade noch nicht sehen. Auch gut beschäftigt. Wie hast du gesagt, ist was, Daniel? Eben. Ja, ich habe aber die ganze Zeit noch die Augen da hinten offen gehalten. Hier ist noch ein mittlerer Trank, falls jemand einen Platz hat. Einen Platz habe ich. Kannst du den mitnehmen noch? Ich habe leider keinen Platz dafür. Ich glaube, den brauchen wir eh nicht mehr. Okay. Es sind nur noch 8. So. Lukas, jetzt nicht auch rein? Ja, ich wollte noch ein bisschen hier den Blick über euch haben. Ich will ungern von oben überlegen okay. werden. Hast du ja eh noch ein paar Sekunden. Ja. Oh, Daniel mischt sich ein. Ja, aber
aber vielleicht doof, die kommen jetzt. Ich versuche jetzt also von, als erstes die Bombe zu werfen, die, die bauen sich da hoch. Einer ist jetzt hier. Ich hab die Boogie-Bombe, ich glaub, das kann. Oben. Die schießen da Rakete. Oh, die schießen Raketen. Oh, habt ihr irgendwas gebaut an Schutz? Ja, ich baue hier noch ein bisschen was, aber... Genau. Lukas, hinter dir, ne? Ach, da. Boah. Kommt mal hier rüber. Das hilft dir nicht sehr viel. Boah, nein, ich kann das nicht. War das jetzt sogar Zweiter? Ne, Dritter. Ein Team hat sich noch besser rausgehalten als wir. Ganz kurz hat die Boogie-Bombe, glaube ich. Aber wir sind uns alle einig, dass es Daniels Schuld war, oder? Warum? Weil er geschossen hat. Aber er das Feuer. Die werden früher oder später eh gekommen.